places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you Ruder sind, aber im Jahr 2000 ist ja das deutsche Schiff untergegangen. Sie hat sich nicht einmal qualifiziert für die Olympiade. Und jetzt wieder da, neuer Start mit den jungen, guten Rudern. Ein imposantes Bild, wenn da die ganze Flottille loslegt. Im Vordergrund hier das amerikanische Boot, daneben die deutschen und dahinter Rumänen. Da haben wir die Kanadier groß im Bild. Unglaublich, wie die mit ihren Oberkörperschaften. Ich habe schon beim Lichten hier Roni angedeutet. Für mich eine unglaubliche Technik, aber es scheint zu funktionieren. Sie sind vom Start weg super weggekommen.
Kanadier liegen nach 500 Metern vorne, aber das will noch gar nichts heißen. Russland, USA, Deutschland, Rumänien und Kroatien, alles innerhalb von 3 Sekunden. In dieser Kategorie war es ja schon von den Vorläufen her absolut umstritten, wer sich nun schon für diesen Final qualifiziert. Du hast vorher erwähnt, das britische Boot beispielsweise hat es nicht geschafft. Auch das ist wieder eine rechte Niederlage für den stolzen britischen Ruderverband. Sie sind ja in Sydney erstmals in sehr langer Zeit in der Olympiasieg geworden. Sie haben sich dementsprechend gefreut, aber nicht weit hinter ihren Möglichkeiten. Es ist interessant, wie das kanadische Boot gerade im Abzug nach dem Rückflug noch einen Kick bekommt und das noch wegzieht. Ich als Trainer hätte es sein, nein, sondern Oberkörper gerade in dieser Schlagzahl 4. Es ist gar nicht möglich, da muss man sich so schnell bewegen eigentlich schon, dass es schwierig ist, überhaupt noch zu kommen zum Teil. Und ich habe die Kinder schon. Der nächste Anhaltspunkt. In der Zwischenzeit bei 1000 Metern immer noch Kanada in Front. Vor den USA und Deutschland, Rumänien, Kroatien. Sie sind schon etwas angeschlagen. Auch das russische Boot auf Bahn 1. Auch eine grosse Differenz besteht im Schlangen und im Magen im Kanadischen und in den Beinarmen. Das ist auch, stimmt alles überhaupt nicht zusammen. So erstaunlich, wie die vorwärts kommen. Im Vergleich zu den Deutschen im linken Boot, wo recht mit dem Oberkörper recht aufrecht stehen bleibt im Anzug. Wie viel machen mit dem Rückenschwung? So wie man es von ihnen kennt, für hohe Schlagzahlen. Die Amerikaner sind die Weltmeister von 97 bis 99. Sie haben jetzt auch wieder eine starke Tradition gebaut. Ganz viele starke Ruder, die den Trainer Katie zur Verfügung haben. Ich meine, ich habe fast 500 Ruder auf dem Trockengerät oder mit und selektionieren die besten Ruder. Und das amerikanische Boot beginnt langsam sich näher an das kanadische heranzuschieben. Hier sieht man es, bei 1500 Metern beträgt die Differenz wirklich nur noch wenige Zentimeter. In Hundertsten ausgedrückt sind das 28 und die Deutschen mit 83 Hundertstel Rückstand sind auch noch nicht abgeschlagen. Also, in dieser Prestige-Klasse kommt es wieder zu einem extrem spannenden Finish. Die Amerikaner laufen jetzt den Moment auf, sind an den Kanadiern eingezogen. Nun wird die Führung immer deutlicher für das amerikanische Boot. Und dahinter sind die Deutschen jetzt ebenfalls an den Kanadiern vorbeigekommen. Die Kanadier brechen ein auf den letzten 500 Metern. Eine viertel Bootslänge Vorsprung für die Amerikaner, die sie ins Ziel retten vor den Deutschen und den Kanadiern. Nachher auf Platz 4 Rumänien. Der Weltmeister des letzten Jahres und am Schluss der Rangliste die Boote aus Russland und Kroatien.